Dein mürrisches Gesicht kann nicht nur vom Fischgestank kommen. Warum sollte ich nicht mürrisch sein, hä? Mein nichtsnutziger Sohn ist mit meinem Boot davongesegelt und sollte vor Stunden zurück sein. Wahrscheinlich will er dieses Mädchen aus Mytilene beeindrucken. Pah! Er hat vermutlich nur die Zeit vergessen. Ich bin sicher, er kommt irgendwann zurück. Natürlich kommt er irgendwann zurück. Aber ich brauche ihn jetzt. Diese Fische entschuppen sich nicht von selbst, weißt du? Sag, hast du Zeit für einen Botengang? Such nach meinem Jungen in der Bucht, die das steinerne Tal und die uralte Perle umgibt. Und wenn du ihn findest, erschrecke ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ich bezahle dich dafür. Ich mache es. Gut. Du findest ihn und ich gerb ihm das Fell. Und wo genau ist diese Bucht? Die Fischerbucht ist nordöstlich von hier. Sie erstreckt sich ins Zentrum dieser Insel. Kaum zu verfehlen. Erzähl mir mehr über das Mädchen. Ich weiß nicht. Eine Mytilenerin halt. Reizend, voller Geschichte und Poesie von dieser komischen Schule dort. Sie sorgt dafür, dass mein Sohn mit dem Kopf in den Wolken ist, statt bei seiner Arbeit. Genug geredet. Ich gehe und finde deinen Sohn. Ja, mach das. Ich bezahle dich. Und dann werde ich meinem Sohn das Fell über die Ohren ziehen. Dann suche ich mal die Fischerbucht. Bewegung! Das ist die Fischerbucht. Vorwärts. Das Fischerboot. Aber wo ist der Sohn des Fischers? Da ist Blut im Wasser. Thank you.
Der Sohn des Fischers. Der Sohn des Fischers. Sieht aus, als hätte er sich im Netz verfangen, als er eine schwere Ladung Fische an Bord ziehen wollte. Er fiel und das Gewicht des Netzes zog ihn runter. Was Neues von meinem Sohn? Dein Sohn ist tot. Ertrunken in seinem Fischernetz. Nein! Mein Sohn! Der arme Junge! Ich war zu hart zu ihm! Was ist los? Meine Arbeiter sind krank. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Familie nicht ernähren, geschweige denn ihre. Die gute Nachricht ist, dies ist nicht das Werk der Götter, sondern nur eine Krankheit. Und zwar eine Halskrankheit. Ich könnte deine Arbeiter behandeln, wenn ich meine Utensilien dabei hätte. Söldnerin, könntest du sie mir beschaffen? Ich will nicht, dass sie leiden. Gut gesagt. So viel Großmut verdient eine Belohnung, nicht wahr? Hm? Oh, aber natürlich, natürlich. Ich kann dir im Gegenzug etwas für deine Hilfe geben. Wirst du es tun? Ich bring dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Mein Werkzeug ist in der uralten Perle. Die Medizin in der Liebesbucht. Die uralte Perle ist ziemlich weitläufig. Wo genau sind deine Werkzeuge? In der Klinik der Frieser-Festung. Wo genau an der Liebesbucht soll ich suchen? Beim Haus des Anführers in Mytilene, im Nordosten. Ich komme mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst, desto schneller kann ich den Arbeitern helfen. Ich werde dir alles besorgen. Πάβε tutto, para αυτά. Thank you.
Ella. Komm schon. Komm schon. Maske völlig auf! Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Das muss die Frieserfestung sein. Ich habe deine Sachen. Danke.
Sie sind äußerst speziell. Ich hätte sie nicht rechtzeitig ersetzen können. Meine Trauben sind gerettet! Mich beschleicht das Gefühl, dass es dir immer nur darum gegangen ist. Ohne Trauben nichts zu tun. Durch die Heilung der Arbeiter hast du meinen Hof gerettet. Nimm dies hier. Sorge mich um meinen Sohn. Der Junge braucht seinen Vater. Hippokrates, es ist unklug, einen Patienten zu verstimmen. Er will, dass ich sein Leben beende. Doch das kann ich nicht. Söldnerin, bitte hilf mir. Ich leide so furchtbare Schmerzen. Du kannst nicht einfach jemanden bitten, dich zu töten, wenn ich dabei bin. Ich bin dein Arzt und erlaube es nicht. Der Schmerz kann gelindert, die Symptome analysiert werden. Dann versuche ich, dich zu heilen. Der Schmerz gehört dazu. Er erinnert uns daran, dass wir leben und hält uns wach. Ich erlebte viel Schmerz in meinem Leben. Mein eigenes Leiden beunruhigt mich nicht. Doch das gesicherte Auskommen meiner Familie schon. Inwiefern gesichert? Meine Familie gehört zu den reichsten in Theben. Wir haben viele Rivalen. Wenn ich sterbe, wird mein Sohn der Herr des Hauses. Er ist noch ein Kind. Mein Tod darf nicht zu seinem Nachteil ausgenutzt werden. Sie werden es schaffen. Konzentriere dich auf deine Behandlung und darauf, was Hippokrates sagt. Wirst du den letzten Wunsch eines Sterbenden erfüllen? Ich kümmere mich um deine Rivalen und gebe deinem Sohn eine faire Chance. Hab Dank, Söldnerin. Wenn du ihre Vorräte stiehlst, wird das ihre Stellung schwächen und sie daran hindern, meine Familie zu bedrohen. Es verschafft meinem Sohn Zeit. Was soll ich stehlen? Um sie wirklich zu schwächen, musst du das Schuldenverzeichnis, ihre Pfandscheine und ihre edlen Juwelen stehlen. Wo muss ich hingehen? Ihr Anwesen ist in der Nähe. Es ist eines der am schönsten gestalteten Häuser in ganz Theben. Abgesehen von meinem, natürlich. Warum sie nicht töten und die Bedrohung ganz beseitigen? Geschwächt sind sie keine Gefahr für meine Familie. Wenn sie verschwinden, wird eine andere Familie aufsteigen und zu einer Bedrohung werden. Diese Lösung sichert meine Familie und ihre Stellung ab. Man bezahlt mich für gewöhnlich nicht fürs Stehlen. Doch ich tue es. Ich bete, dass Tyche über dich wachen möge, das einen Anflug von Frieden beschert. Ich habe getan, was du wolltest. Die Position deiner Familie ist fürs Erste gesichert. Du gabst mir Hoffnung, dass mein Name mich überleben wird. Nun bete ich zu den Göttern, dass meinem Sohn ein längeres, gesünderes Leben bestimmt ist. Ich stehe in deiner Schuld. Du schuldest mir nichts. Wirklich. Nun, ich muss dich leider noch um einen anderen Gefallen bitten. Ich weiß, was du möchtest. Diese Krankheit zerrt mich auf. Ob heute oder morgen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Hippokrates wird nicht tatenlos zusehen. Nein, aber er wird dir zuhören. Wenn du ihn überzeugen kannst, dass es das Beste für mich ist, hilft mir das. Ich will nicht langsam dahinschwinden. Ich will in Frieden sterben. Meine Familie soll mich im guten Licht behalten. Ich werde mit ihm sprechen. Hab Dank. Du hast mir in diesen Tagen mehr Freundlichkeit erwiesen als andere in meinem ganzen Leben. Nun muss ich ruhen.
Hast du kurz Zeit? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Es sieht aus, als würde er gut schlafen. Ja, du hast den Geist beruhigt. Doch bis zum letzten Atemzug wird er keinen Frieden finden. Wann wird das sein? Das ist schwer zu sagen. Seinen Symptomen nach eher früher als später. Ich kann den Schmerz lindern, aber dafür benötige ich Schierling. Ich werde ihn für dich sammeln. Danke. Die Schmerzen werden nicht ganz verschwinden, aber ich hoffe, er wird sich dadurch besser fühlen. Er will sich nicht besser fühlen. Er will einfach nur würdevoll sterben. Es wäre würdevoll, sich durchzubeißen, damit ich seine Symptome untersuchen kann. Er leidet und er will sterben. Du solltest seinen Wunsch respektieren, statt ihn wie ein Experiment zu behandeln. Was du tust, ist nicht richtig. Ich werde mir von einer Mietklinge keinen Vortrag über Moral anhören. Ich habe wie alle Ärzte die Verantwortung, mein Wissen zur Heilung anderer einzusetzen. Schierling ist selten. Wo kann ich ihn finden? Er wächst in ganz Böotien. Aber sieh dich in der Nähe des Grabhügels von Platea um. Ich bin sicher, ich habe dort welchen gesehen. Warum behandelst du ihn mit Gift? Schierling ist tödlich. Nur in einer zu hohen Dosis. Wenn meine Beobachtungen stimmen, sollte er seinen Schmerz lindern. Ich besorge den Schierling. Na los, komm. Los. Wollen wir mal. Ella. Hier habe ich deinen Schierling. Danke. Ich weiß, dieser Auftrag war unter deiner Würde, aber du hilfst meinem Patienten. Ich habe das Elixier vorbereitet. Nun müssen die Kräuter zerrieben und hinzugegeben werden.
Das sollte ich hinbekommen. Sei vorsichtig mit der Menge, die du einrührst. Schierling lindert den Schmerz, doch zu viel davon ist tödlich. Mögen dich die Götter beschützen. Komm, Pentheus. Wir müssen überprüfen, wie sich deine Symptome entwickeln. Pentheus? Pentheus! Was ist passiert? Er hätte noch nicht sterben dürfen. Was hast du getan? Er hat gelitten. Ich tat, was nötig war. Du bist vermessen. Ich brauchte mehr Zeit. Ich hätte noch so viel mehr lernen können. Ihn am Leben zu halten, damit du ihn studieren kannst, ist falsch. Er litt und wollte sterben. Ich rette Leben. Ich beende sie nicht. Ich versäumte, Galeos zu helfen, und das war ein Fehler. Wir wissen beide, dass du ihn nicht deshalb am Leben gelassen hast. Hör auf, die Wahrheit zu verleugnen und besinne dich. Du hast recht. Ich wusste, ich würde sein Leben nicht beenden können. Aber ich dachte, je mehr ich lerne, desto eher könnte ich einem anderen zukünftig helfen. Du hattest edle Absichten. Patienten zu behandeln ist wichtiger als die Erforschung der Krankheiten. Doch ich diene einem höheren Zweck. Wenn ich alles lernen will, muss ich reisen und die Patienten anderer Ärzte untersuchen. Viel Glück, Hippokrates. Ich hoffe, unsere Pfade werden sich wieder kreuzen.